Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Folge von Anime Erklärt. Ich bin Ove, ihr nicht. Und heute geht es um die stärkste der Plejaden, Aureol Omega. Außerdem, Achtung Spoiler, ich spoiler hier alles, wirklich alles. Inklusive dem Ende von Game of Thrones. Es war schrecklich. Und am besten fangen wir mal mit etwas Einfachem an. Wie gesagt, ist Aureol die jüngste und die stärkste der Plejaden. Und auch der einzige Mensch in der gesamten großen Gruft von Nazarick. Kollege Knochenkopf mal ausgenommen. Doch dank ihrer Unsterblichkeit und ihrer unglaublichen Macht wird sie nicht wirklich als menschlich angesehen. Immerhin ist sie Level 100 und damit selbst den stärksten Menschen hochhaushoch überlegen. Mal abgesehen von ihrer Stärke gilt sie auch als ruhig, gelassen, sanft und freundlich. Und wird von all ihren Schwestern sehr geschätzt, etwas, das sonst wohl keine der Schwestern dank der großen Karma-Unterschiede behaupten kann. Außer vielleicht Chizu, der Naberal gerade mal die Wange tätschelt. Ferner wird sie auch von Solution Epsilon als rationale Person beschrieben, die nicht, wie beispielsweise Sabas, irgendwelche Menschen von der Straße auflesen würde. Und all diese Beschreibungen kennzeichnen sie als gute Anführerin, was bei ihrer Rolle auch nicht verwunderlich ist, denn sie ist nicht nur Level 100, sondern auch eine Kommandeurin und Augmentatorin, die ihren Verbündeten überaus mächtige Buffs verleihen kann. Hier mal eine kurze Erklärung, wie unglaublich stark diese Buffs sind. Shizu Delta ist gerade mal Level 46. Und ihr Doppelgänger, der gegen Ainzul Gon während des 13. Bandes kämpfte, ist zudem schwächer als das Original. Und jeder physische Angriff gegen Ainzul Gon von Wesen unter Level 60 wäre eine bedeutungslose Geste, da High-Tier Physical Nullification, eine von Ainzul Gons vielen, vielen Spezialfähigkeiten, jeglichen Schaden auf Null reduzieren würde. Und auch magische Angriffe wären unglaublich stark reduziert. Bedeutet, das Mana, das er für das Wirken des Zaubers ausgeben wollte, war verschwendet und er hat trotzdem keinen Zauber dafür bekommen. Alles nur dank dem Buff von Aureol Omega. Und stellt euch mal vor, wie stark beispielsweise Rubedo, das ohnehin stärkste Wesen in Nazarick, werden würde, wenn auch sie diesen Buff erhält. Wir können das Ganze auch noch genauer eingrenzen. Shizu war Level 46. Und von 46 bis 60 sind es meiner Rechnung nach 14 Level. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass Doppel-Shizu schwächer war, könnten es gut und gerne 25 oder mehr Prozent an Stärkegewinn gewesen sein, die Shizu durch diesen Buff erhalten hat. Dennoch muss erwähnt werden, dass es wahrscheinlich nicht nur ein einziger Buff war, sondern viele verschiedene Buffs gewesen sind, die Shizu und die anderen Doppelplejaden erhalten haben. Gerade wenn man bedenkt, wie schamlos sich Eins direkt vor der bewegungslosen Schalte selbst gebufft hat. Szenen, die man sonst nur aus Dark Souls kennt. Und Fun Fact, ist euch mal aufgefallen, dass es in Deutschland Möbelhäuser gibt, die mit einem roten Stuhl als Erkennungszeichen werben? Ich sag mal so, nach all dem, was in den letzten Jahren passiert ist, kann das kein Zufall sein. Aber mal zurück zum Thema. Aureol ist wie schon erwähnt verantwortlich für das Teleportationsnetzwerk in Nazarick. Bedeutet, jeder ohne Ring des Ainzul Gon ist auf sie angewiesen, um von A nach B zu kommen. Und Enri und Inferi haben Aureol auch ganz kurz gesehen, als sie auf Einladung von Eins die große Gruft betreten durften. Doch leider haben wir davon, wie auch im Allgemeinen, kein Bild bekommen. Doch da sie im Kirschblütenheiligtum in der 8. Ebene lebt, und wir diese Andeutung ihrer Umrisse bekommen haben, kann man mal davon ausgehen, dass sie sich wie eine Schreinpriesterin kleidet und verhält. In ihrem normalen Job ist sie also quasi das Herz der Schallzentrale in Nazarick und könnte im Falle einer Invasion der großen Gruft auch Feinde auf wirklich unschöne Pfade lenken. Ich erinnere nur an die Badeszene im 7. Band, die sich von der Badeszene im 8. Band signifikant unterscheidet. Ferner kann es sein, dass während Victim mehr Opferlamm als Wächter ist, und Rubedo mehr auf Nahkampf spezialisiert ist, als auf das Dirigieren der Truppen, Aureol Omega während einer Invasion das Kommando über die 8. Ebene übernimmt, was wie gesagt Sinn ergeben würde, da sie auch die 7-Schwester-Formation der Plejaden anführt. Und sie ist außerdem wie gesagt Augmentatorin und Kommandeurin, anstelle jetzt den direkten Kampf zu suchen. Und damit würde ihre Verantwortung allerdings noch immer nicht enden, denn die echte Gildenwaffe, der Stab von Ainzul Gon, befindet sich ebenfalls bei ihr und wird von ihr und damit wahrscheinlich der gesamten 8. Ebene beschützt. Was auch durchaus angemessen ist, da eine Zerstörung der Gildenwaffe die Gilde selbst zerstören könnte. Und Albedo hat die Motivation, Hand an Ainzul Gons Stab zu legen,
da sie sich für Momonga und nur für Momonga interessiert und so ziemlich alles, was mit der Gilde, aber auch vor allem mit allen anderen Gildenmitgliedern zu tun hat, ablehnt. Insofern könnte ein Konflikt zwischen Auriol und Albedo vorkommen, was auch von der Symbolik her sehr interessant wäre, denn Auriol als Schreinpriesterin würde quasi einen Dämon, nämlich Albedo in ihrer mutmaßlichen Nafelschneeform abwehren müssen. Doch ohne den direkten Angriff auf Auriol durch Albedo denke ich nicht, dass wir Auriol Omega in Aktion sehen werden, einfach da ihre Aufgabe zu wichtig ist. Sie selbst wird also wohl nie die Plejaden anführen. Es sei denn, Pandora's Actor würde ihre Rolle übernehmen können, was möglicherweise sehr unangenehm werden könnte, wenn man bedenkt, wie sich Yuri Alpha und Pandora's Actor so überhaupt nicht beim ersten Treffen miteinander verstanden haben. Gerade für eins. Und schlussendlich müssen wir noch unbedingt einen Blick auf ihr World-Class-Item werfen. Und ich weiß, was ihr denkt. Over, bist du overgeschnappt? Wir haben noch nicht mal Auriol richtig gesehen. Wie sollen wir da das World-Class-Item näher betrachten? Zumal ihr Item nun von Schalti getragen wird. Ganz einfach. Ich sehe da eine gewisse Verbindung zwischen den beiden. Eine sehr, sehr spezielle Verbindung. Schalti beherrscht den Gate-Zauber. Und während des 10. und des 11. Bandes transportierte sie Güter von A nach B, also von Erantel, der Hauptstadt des Hexerkönigreiches, hinein und hinaus, während sich Auriol Omega selbst um das Teleportationsnetzwerk innerhalb der großen Gruft kümmert. Von daher ist es nur vernünftig, eine gewisse Verbindung zwischen den beiden zu vermuten. Und dieses World-Item ist scheinbar auch nicht für das Funktionieren des Netzwerkes notwendig. Andernfalls wäre Schalti wohl nicht in dessen Besitz und würde damit fröhlich in der Welt herumspazieren, wenn nicht mal die Ringe von Ein Sol Gon die große Gruft verlassen dürfen. Und wie gesagt, da beide Teleportationszauber beherrschen, kann man darüber spekulieren, dass dieses World-Class-Item etwas mit Teleportation zu tun hat. Und von daher könnte es später noch äußerst relevant werden. Zum einen könnte dieses Item nämlich dafür sorgen, dass keine neuen Spieler in der neuen Welt mehr auftauchen, was derzeit etwa alle 100 Jahre passiert. Und eins dürfte keinerlei Interesse daran haben, dass ihm der Himmel und drei Gildenbasen randvoll gefüllt mit Engeln auf den Kopf fallen. Oder es könnte dazu genutzt werden, eine permanente Verbindung zwischen beiden Welten herzustellen und es eins damit ermöglichen, in die alte Welt zurückzukehren und seine Freunde zu suchen. Das wäre auch ein tolles Ende, wenn ein Haufen Untoter und Dämonen versuchen würde, unsere Welt klarzumachen, dass sie sehr, sehr gute Leute sind und dass Demiurg sehr, sehr viel von Agrarwirtschaft versteht. Und damit soll es das auch schon für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Wie immer das ganz gerne einen Kommentar da, sagt, was ihr über das Video denkt und was ihr über meine ganzen Theorien denkt. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis dahin, over and out.